Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nur noch wenige Tage, Freunde, dann wird es endlich soweit sein und dann können wir den ersten Trailer zum neuen Rockstar-Game sehen, Freunde. Wir haben ja schon im November die Nachricht bekommen von Rockstar, dass Anfang Dezember der Trailer rausgehauen wird, der erste. Dann haben ja schon einige vermutet, ja, bei den Video Game Awards wird es den zu sehen geben und so. Und ich dachte mir schon die ganze Zeit, warum sollten sie das tun? Warum sollten sie die Show mit irgendjemandem teilen? Die brauchen die nicht. Ja, wenn die Game Awards zeitgleich laufen würden wie mit dem Trailer, der Trailer hätte viel mehr Zuschauer, 100% safe. Und dementsprechend kommt es davor raus. Am 5. Dezember, Freunde, ist es soweit. 15 Uhr, deutsche Zeit, wird es den ersten Trailer zum neuen Rockstar-Game geben. Und mit dem Teaser-Bild haben sie es quasi eigentlich schon bestätigt, was wir schon durch die Leaks gesehen haben, dass es wieder in ein sonniges Setting geht, wahrscheinlich Richtung Vice City. Ja, wir sehen Palmen, wir sehen Sonnenuntergang und wir sehen aber auch noch nicht den Namen. Ja, wir sehen noch nicht den Namen, nicht noch offiziell. Ob es am Ende dann GTA 6 heißen wird oder GTA Vice City Reloaded oder so. Nee, das wäre ein richtiger Scheißname. Wir werden sehen. Ist ja auch vollkommen egal, wie es am Ende heißen wird. Das wird komplett alle Rekorde brechen, der Trailer. Ja, sie sagen ja hier extra mit Datum und Uhrzeit und so und die Leute werden alle am Start sein. Ja, ich bin echt gespannt, was es für Zahlen machen wird. Ich bin gespannt, was wir zu sehen bekommen werden. Und ich bin mal gespannt, wie es heißen wird, wie es aussehen wird, wann es vielleicht kommen wird. Vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht sagen sie ja schon ungefähr, wann es kommen soll. Ich meine, wir hatten ja diesen riesen Leak, der normalerweise die Leute, ein Studio, ja, auch schaden kann, sehr schaden. Und das hat er bestimmt auch, dieser Leak. Aber sie haben ja selber gesagt, das hat uns nicht in der Entwicklung zurückgeworfen. Das fand ich schon recht stark, die Aussage, weil normalerweise denkst du ja, wenn es so ein riesen Leak ist, ey, das wird die auf jeden Fall mal zurückwerfen, halbes Jahr, ganzes Jahr, wer weiß. Aber sie haben gesagt, nee, uns hat das nicht zurückgeworfen, wir sind trotzdem noch vollkommen im Zeitplan. Und mal schauen, ja, das soll ja das teuerste Game aller Zeiten werden. Und klar, auf der einen Seite, die verdienen sich dumm und dämlich mit GTA Online, das läuft immer noch. Die hauen einen einfachen Red Dead Port raus, was bestimmt auch sich ganz gut verkauft hat und so. Die scheffeln schon genug Kohle, aber trotzdem ist die Entwicklung von einem GTA 6 immens teuer, immens teuer. Und ich bin gespannt, was kommen wird, ja, also, ich bin super gespannt. Vielleicht ist es ja sogar Ende nächsten Jahres soweit, mal schauen. Ja, die haben auch keine Probleme damit, Mitte des Jahres, vielleicht dann Mitte 2025. Wir werden sehen, Freunde, ich freue mich drauf. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was erwartet ihr vom Trailer, was erhofft ihr euch? Ich bin vor allem auch gespannt, dass wir schon die ersten Szenen von den Hauptfiguren sehen. Und ich hoffe, es bestätigt sich, dass wir zwei Figuren haben. Es wäre ganz cool so, diese Bonnie und Clyde-Thematik mit Bruder und Schwester. Und alleine auf diese ganzen Kommentare, wo die Leute rumheulen, dass wir denn eine Frau spielen werden, habe ich richtig Bock drauf. Und ich bin einfach gespannt auf den Vibe vor allem, ja? Weil das war ja eine Sache, wo ich wirklich sagen musste, oh, bitte lass es nicht wahr sein. Es gab ja auch zwischendurch das Gerücht, dass sie diesen ganzen Humor rausnehmen werden. Dieses, wir ziehen jeden durch den Kakao. Das hier, gab es ja auch zwischendurch das Gerücht. Und da es sehr viele Filme, Serien, Spiele und genauso in diese Richtung gehen, dachte ich mir, oh nee, bitte nicht auch noch bei Rockstar. Das ist wirklich so ein Punkt, da bin ich mega gespannt drauf, ja. Muss ich ehrlich sagen, ich hoffe, dass sie sich da nicht irgendwie, ich sag mal, nicht den Mund verbieten lassen, aber sich so, weißt du, was ich meine? Naja, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass sie da wirklich einfach jeden durch den Kakao ziehen, so wie immer. Ja, mit vor allen Dingen richtig Satire und richtig auf die Kakao, ne? Ich hab richtig Bock. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr erwartet und gerne auch eine Bewertung da lassen. Danke dafür. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.